Grüßt euch, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Video Nummer 11 hier aus und von Sizilien. Wir haben wieder mal eine Nacht am Etna übernachtet und es war richtig kalt. Als wir gestern Abend zurückkamen aus Catania, hatten wir -2 Grad hier oben. Es ist auch alles ziemlich mit Raureif bedeckt. Ja, heute geht es in Richtung Taormina. Allerdings müssen wir erstmal noch frühstücken, das machen wir aber heute nicht hier. Sondern hier unten gibt es wohl noch ja, ganz besondere Croissants, die uns Wolle empfohlen hat. Und mit dem treffen wir uns jetzt noch. Deshalb müssen wir erstmal runter in Richtung Catania. Und dann geht es danach weiter nach Taormina. Da haben wir noch keine Idee, wie wir da hochkommen. Parkplätze in der Stadt sind extrem rar und eng. Wahrscheinlich parken wir irgendwo unterhalb und fahren wieder mit den Fahrrädern hoch. Ja, und auch die Aussicht, ich habe es im letzten Video schon mal gezeigt zu Beginn. Einfach irre. Ja, und Temperaturunterschiede, also zwischen unten und oben, hatten wir gestern 17 Grad Differenz. Aber wir stehen natürlich hier auf 2000 Meter Höhe. So, und jetzt mal das Fahrzeug fahrbereit machen und dann geht's los. Ja, von außen völlig unscheinbar. Sieht aus wie eine Tankstelle, ist auch eine Tankstelle. Aber da soll es halt auch leckeres Frühstück geben und deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Also du suchst dir hier dein Croissant aus, bestimmst die Füllung und dann hier das Topping. Wahnsinn. Alles ganz individuell. Ich habe jetzt Orangenmarmelade, Schokolade. Du hast Pistazien, ne? Ja. Mmh. Honig, Nutella. Hier fehlt mir aber irgendwie noch ein Messer, oder? Ist einfach. Muss man das so essen? Also ich sage euch den Preis jetzt ganz ungern, ne? Also angeschlagen war 1,80, ne? Für dieses Ding hier. Also das ist genauso eklig, wie es aussieht. Mmh. Süßspeisen können die hier, ne? Das war jetzt ein ja, Foodporn, ne? Oh, kann ich jetzt noch einen essen, ne? Nein, das war ein Scherz. Tja, Merchandising gibt es hier auch noch. Und Mützen. Das war jetzt 12 Euro für dreimal lecker Kaffee und lecker Croissant. Jo, jetzt werden wir hier mal Abschied nehmen von dem Kollegen. Wolle, vielen Dank für ein paar. Danke, danke. Jetzt muss ich es wieder sagen, ein paar schöne Tage. Ne? Ich habe mir schon was dabei gedacht. Es sind tatsächlich ein paar mehr geworden. Es waren da doch ein paar Tage geworden. Ein paar kulinarische Highlights. Ja, war schön. Heute Abend hier nochmal Spaghetti Carbonara. Und wir fahren jetzt mal weiter nach Taormina. Und wir melden uns dann, wenn wir einen Parkplatz gefunden haben. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. besonderen Wunsch einer einzelnen Person fahren wir mal wieder Seilbahn. Sie kriegt ja nicht genug davon, ne? Aber im Moment habe ich so das Gefühl, die fährt noch nicht, ne? Doch, doch, doch. Doch, jetzt, ja, es rollt, es rollt. Ja, wir stehen jetzt hier in, boah, wie hieß es denn hier unten noch? Also auf jeden Fall, Matrazzo, keiner, ich muss es nachreichen. Jedenfalls unterhalb von Taormina und fahren jetzt mit der Seilbahn hoch. Mazzaro heißt der Ort. Also 6 Euro für hoch und runter. Und ihr seid zu hell. 6 Euro für hoch und runter. Da kannst du die Bäcker, ne? Da kannst du nicht für zu Fuß laufen. Das ging jetzt schnell. Das sind irgendwie immer 4 oder 5 Kabinen. 4 am Stück. Die werden dann voll gemacht und dann werden die 4 hochgeschickt und alle Viertelstunde pendelt die dann hin und her. Antikes Theater in Taormina. 10 Euro Eintritt. Fast schon günstig. Aber erstaunlich gut erhalten. Boah. Jo, also allein der Blick auf den Etna rechtfertigt schon die 10 Euro Eintritt, das ist irre. Und das brodelt da oben. Und wie immer die Wolken, nur wieder auf der Südseite, ne? Richtung Catania. Hier die Nordseite ist komplett frei. Ich meine auch, der Rauch wäre mehr geworden die letzten Tage. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Wochen hier bleiben, ne? Vielleicht bricht der noch aus. Ja, man soll von hier aus auch wirklich abends Lava sehen können, die da hinten irgendwo runterfließt im Moment noch. Jo, das ist mit Abstand das besterhaltenste Theater, was ich je gesehen habe. Irre. Das ist wirklich noch in einem erstaunlichen Zustand. Ja, wirklich genug umgefallene Steine gefilmt, ne? Jetzt gehen wir mal wieder zurück in das, wie heißt es? Sizilien Outlet Village. So, ein Einkaufswunsch einer Arbeitskollegin beauftragt. Nein, Paste di Mandorla. Check, 2 Kartons. Aber für Gebäck nicht ganz preiswert. Aber das wird wahrscheinlich hier auch der Touri-Zuschlag in Taormina sein. Tja, das Städtchen an sich, ja, muss man mal gesehen haben. Nimmt's aber tourimäßig mit Zakopane, Meierhofen und Kitzbühel auf. Absolute Touri-Falle. Aber wir können ja schlecht Catania besuchen, ohne mal hier in Taormina einen Abstecher reinzumachen. Ne? Ja, gestern war Heilige 3 Könige. Das heißt, ab heute ist hier Knüt. Hier fliehen heute alle Weihnachtsdekorationen raus. Und es wird aufgeräumt fürs Frühjahr. Und schon wieder ist er in einer der zahlreichen Shops hier verschwunden. Hier kann man auch freiwillig in so ein Outlet Village reingehen. Selber schuld. Ich mag mir das hier gar nicht im Sommer vorstellen. Also wir haben heute, glaube ich, den 6. oder 7. Januar und hier ist schon fast kein Durchkommen. Also das wird im Sommer hier richtig spaßig sein. Ja, und noch eine Querstraße weiter ist fast Totenstille. Ne? Und das ist immer noch das beste Auto für italienische Kleinstädte. Ne? Hier wird nichts. Ja, mit dem werden die Straßen richtig breit. Also gefühlt. Ah, und gefühlt kommt da oben immer mehr Rauch raus. Ne? Ja, oder Roller. Roller geht hier in Italien immer. Ja, und eine Frage, die ich mir nicht nur in Deutschland stelle, aber ganz besonders hier in solchen kleinen italienischen Städten. Und vielleicht habt ihr da eine Lösung, dann schreibt es mal unter die Kommentare. Die Frage ist, wie um Himmels Willen soll das mit der Elektromobilität funktionieren? Man liest hier in den Zeitungen, Fiat bis 2027 nur noch elektrisch. Wie geht das? Laden die hier mit dem Kabel aus dem Fenster runter oder? Hier stehen ja hunderte von Autos in diesen Städten. Kleinwagen. Also, wenn ihr da eine Idee habt, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. So, haben wir uns jetzt mal für die nächsten 2 Nächte auf einem Campingplatz hier eingerichtet. Ja, alles gut. Gibt sicherlich Schöneres als hier diese Aussicht. Ich zeig's euch mal. Ah, da hinten wird gebuddelt. Wir stehen hier direkt hinter so einem verrosteten Zaun. Aber, hey Leute, 25 € die Nacht. Da wollen wir nicht meckern. Wir müssen eh Wasser auffüllen. Meine ganze Müllentsorgung, die wir hier haben. Und wollen von hier aus auch dann 2 Fahrradtouren machen. Ein bisschen ins Hinterland und da ist es schon besser, wenn das Fahrzeug hier sicher abgestellt ist. Könnte man jetzt sentimental werden und sagen, Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago. Aber ich will jetzt hier nicht weiter singen, ne? Aber, die Fernando, da liegt sie. So, jetzt wird hier mal die Bude auf Vordermann gebracht und ich muss mich mal um den Feststoffbehälter der Biotoy kümmern. Mit Spaß. Ja, ich weiß nicht, Scheiße bleibt immer am mir hängen. Ne? Aber, das muss man auch dazu sagen, das ist mit Abstand die beste Investition in diesem Wohnmobil. Und so schlimm sieht es gar nicht aus. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 8 Wochen da drin. So, ja, mal gucken, wo wir noch... Haben wir noch irgendwo eine große Tüte? Nein, ne? Ja? Kennt ihr das auch, wenn man mal sowas angefangen hat, wie ich eben mit Fernando, ne? There was something in the... Ich krieg das jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ne? Furchtbar. Ich hab einen Ohrwurm. Kannst du den mal rausholen? Ah, Stars at night. Fernando. Ich wollte mich um den Müllbehälter hier kümmern. Nee, um den Scheißbehälter. Haha. Jo, da kommen die ganzen alten Freunde wieder. Das musste echt nur schütteln. Geschüttelt, ne? Nicht gerührt. Und dann rennen damit. Zack. Für dich. Sauber. Weiter rein. Also bin ich echt happy mit dem Ding. So, jetzt brauchen wir neues Granulat. Hier haben wir fertig angerührt hier drin. Sieht ein bisschen aus wie Kaffeepulver, ne? Aber ist kein Kaffeepulver. Ja, jetzt 1 oder 2 Päckchen müssen wir jetzt mal gucken. So. Ein Paket reicht. Hm? Ja, und im Sinne der Nachhaltigkeit kommt die Tüte hier natürlich wieder mit. kann man daheim nochmal neu verwenden. Ja, die kommen morgen zum Einsatz. Tja, Müll hat sich einiges angesammelt. Kann der hier auch mit? Ja. Dann wird das ja fun. Also, es gibt schlimmere Spots, um Videos zu schneiden, ne? Wenn man mal rausguckt. Ah, da kommt auch die Chefin. Hallo. Na? Was? Pizzakarton weggebracht? Pizza entsorgt. Hast du irgendwo gesehen, wo hier Entsorgung ist? Frischwasser und so? Nee. Nee, gut. Moin, wo haben wir? Moin, den ganzen Tag Zeit. Genau, da hinten ist es Festland, das Italienische. Und da, das gefällt mir so gar nicht, ne? Da sieht es hier in der Richtung dann doch noch ein bisschen besser aus. Jo, die, Can you hear the drums, Fernando? Die ist weitergezogen. Die buddelt jetzt da hinten. Hier stehen irgendwie Stühle bereit. Und wahrscheinlich gibt es jetzt noch Kaffee. Mit Paste di Mandola. Mandola. Ja, mein Italienisch wird. Ja, bitte? Das sollte der Tisch werden. Ach so. Schade. Ha, da weht die Flagge im Wind. Lenk mich ab. Tja, und hinterm Hümer sieht es auch nicht viel besser aus. Uiuiui. Da hinten sieht es dunkel aus. Egal. Schnell Kaffee und die leckeren kleinen Teilchen da. Außer, dass sie teuer sind. Klar, Taormina-Preis. Hm. Hm. Sind jede Menge Geschmacksrichtungen. Hier ist jetzt ein bisschen sehr marzipanlastig. Hm? Logisch, ne? Paste di Mandola. Ja, Mandeln, ne? Naja, Käffchen dazu, dann geht das. Tja, ihr erinnert euch noch an die große Dose, die ist mittlerweile geschrumpft. Und wir waren fleißig. Das ist der klägliche Rest dieser riesigen Keksdose von vor 2 Wochen. Hinter Gittern, der Hümerknast. So kann man auch aufs Meer gucken. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Immerhin kann er ja aufs Meer gucken. Beim letzten Mal hatten wir Bastmatten, ja, das ist richtig. Richtig, da musstest du immer drum rumlaufen. Da konnte man gar nichts sehen. Naja, ist ja gut. Alles gut, ich esse noch einen Keks. Ich bin immer wieder kneifen, dass wir hier Anfang Januar haben. Ne? Jo, also ihr könnt jetzt im Grunde nach abschalten. Ne? Hier passiert heute in dem Video nichts mehr. Ne? Wir gehen nicht mehr essen. Ne? Machen auch nichts mehr heute. Wenn ihr dabei bleiben wollt, dann alles gut. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Hast du da irgendwas? Auch nichts, ne? Ne, ich starre ein bisschen aufs Meer. Also machen wir noch ein paar Minuten gepflegte Langeweile, ne? Heute Abend hatte ich erwähnt, gibt übrigens noch Spaghetti Carbonara. Noch Reste von gestern. Nein, keine Sorge, ich singe jetzt nicht mehr. Aber da ist sie wieder, die Fernando. Tja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wo dieses Bier herkommt. Aber dieses Bier ist schon mal ein kleiner Hinweis darauf, wo es im Herbst hingeht. Wir hatten euch in einem der letzten Videos gefragt, Griechenland oder Sardinien. Wir haben uns entschieden. Und es geht Ende Oktober für 3 Wochen hierhin nach Sardinien. Bleiben also den italienischen Inseln erstmal treu. Und jo, was sagst du? Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan, ne? Und da wollen wir mal gucken, ob uns die Insel auch so gut gefällt. Aber ich glaube, wir kommen auf jeden Fall auch hier nochmal nach Sizilien zurück. Definitiv. Und jetzt lasse ich mir mal ein sardisches Bier schmecken. Hat uns Wolle geschenkt im Übrigen. Hm. Hatte ich erwähnt, dass hier in dem Video nichts mehr passiert? Also. Aber trotzdem schön, dass ihr noch dabei seid. Ja, ich habe gesagt, heute Abend hier passiert nichts mehr. Hier wird noch gekocht. Ja, du kriegst ja Reste. Ich krieg Reste von gestern, jawohl. Jede Menge. Da freue ich mich auch drauf. Mmh. Parmesan haben wir auch noch, ne? Ja. Wir haben jede Menge Parmesan, wir haben nur keine Käsereibe. Reste von gestern. Frisch für die Maus gekocht. Nee, nee, für dich. Nein, du hast frisch gekocht, für dich. Ach so, ich habe voll, ja. Ich habe Reste. Ja. Die Leute aber auch lustig. Was fänden die Leute lustig, dass du gerade gerülpst hast? Hm. Entschuldigung. Ich habe schon gesagt, gut, dass wir das nicht drauf hatten auf dem Video. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Nein. Doch. Oh. Ja, wir haben jetzt genug dummes Zeug in die Kamera gequatscht. Deswegen machen wir jetzt auch wirklich Schluss. Aus purer Langeweile. Hier kommt jetzt auch gar nichts mehr in diesem Video. Ja, morgen wandeln wir auf den Spuren des Paten. Also es geht nicht wieder zurück nach Corleone. Aber hier... links und rechts sind zwei Ortschaften, wo Teile der Verfilmung der Pate gedreht wurden. Da fahren wir morgen mit den Fahrrädern hin. Ist der Plan. Doch, es müsste Backsteine regnen, dass wir das nicht machen. Aber davon ist nicht auszugehen. Mhm. Das packen wir ins nächste Video. Bleibt gesund, macht's gut. Gibt auch keine Frage, Publikumsbeteiligungsfrage. Schreibt irgendwas unten in die Kommentare. Ich antworte direkt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und jetzt müssen wir spülen. Ich spüle, du trocknest ab. Boah. Auch wenn du nicht auf dem Abtrockenplatz sitzt. Nee. Hier passiert nichts mehr. Ciao. Frage 1, wo kommt das Ganze jetzt her? Keine Ahnung. Frage 2, haben wir noch was in den Schränken? Ebenfalls keine Ahnung. Aber wenn man Kai mal braucht, ne? Wenn man ihn wirklich mal brauchen könnte, ist er irgendwo anders. Dann ist er nicht da. So, und hier passiert jetzt wirklich nichts mehr.